Na gut, dann gehen wir noch bei Tabit vorbei. Ich bin jetzt gespannt, wie es hier aussieht. Ach Mensch. Also schöne Musik hat das Spiel auf jeden Fall. Bei Hernando kaufe ich mir oft frisches Obst. Ob ihm was passiert ist? Seit vorgestern habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und die Früchte gammeln in der Hitze vor sich hin. Oh, das ist aber nicht schön. Können wir da irgendwas mitnehmen? Nein. Dieser Marktstand ist seit Wochen geschlossen. Die Familie, der Stand gehörte, ist wie viele andere nach Amerika ausgewandert. Da wohnen der Fischer und seine Frau. Sie haben einen kleinen Stand auf dem Markt. Nette Leute eigentlich, auch wenn sie sich manchmal über den nächtlichen Lärm in unserer Werkstatt beschweren. Ich meine, es ist schließlich eine Erfinderwerkstatt. Rege ich mich darüber auf, dass ihre Fische stinken? Nun, anscheinend nicht. Können wir den Fensterladen öffnen? Da wohnen der Fischer und seine Frau. Ach so. Sie haben... Okay, ich dachte. Na gut, Korbstand, Händler. Der Stand vom Korbhändler. Ja, wer hätte das gedacht? Ah, der Korbhändler ist in der Stadt. Das trifft sich gut. Aber wir haben nur so wenig Geld. Hallo? Gott zum Gruße, der Herr Erfinder, immer noch auf freiem Fuß? Warum auch nicht? Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Da habe ich etwas anderes gehört. Man sagt, du bastelst an einer Erfindung, die den Menschen durch die Luft laufen lässt. Das sind Märchen. Ganz genau. Nur Jesus kann so etwas. Und die Kirche passt auf, dass es auch kein anderer versucht. Jesus konnte übers Wasser gehen, nicht durch die Luft. Willst du damit sagen, Jesus hätte nicht durch die Luft gehen können, wenn er gewollt hätte? Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Oh, doch, natürlich hätte Jesus das gekonnt. Was kostet ein Korb? 3 Silber. So teuer? Oh, können wir irgendwie anders ins Geschäft kommen? Wenn du dafür sorgst, dass es hier nicht so verdammt warm ist, würde ich dir einen Korb für 1 Silber überlassen. Na super, wir haben nicht mal 1 Silber. Weißt du was vom Obsthändler? Ich habe ihn vorgestern das letzte Mal gesehen. Was gestern war, weiß ich nicht. Da war ich unterwegs. Wieso ist sein Stand unbewacht? Warum kümmert sich keiner darum? Wenn jemand etwas kaufen will, kann er ja bei mir bezahlen. Ach ja, natürlich. Wiedersehen. Gottes Segen für dich. Okay, aber ich glaube, mit dem Obsthändler, da hat es früher oder später noch was auf sich mit dem. So, anschließend muss ich. Ich brauche eine Menge Angelruten aus Weidenholz. Leichtes Leder, ein Netz und einen großen Korb. Die Flügel vom alten Fluggerät kann ich wiederverwenden. Wenn alles fertig ist, muss ich nur noch die Lederblase an den Blasebalg in der Werkstatt anschließen. So, das hatten wir schon. Das könnte ganz nützlich sein. Warte. Ein geschlossener Eimer mit Wasser, dessen Deckel sich hineindrücken lässt. Unsere Wasserdrückmaschine. Vielleicht lässt sich damit noch etwas anfangen. Das könnte ganz nützlich sein, um dem Korbhändler Kühlung zu verschaffen. In der Mittagshitze ist ihm ziemlich warm unter seinem Stoffaufhänger. Oder was stand da jetzt? Möchte der die Maschine haben? Nee, ich glaube nicht. Orangen? Verkaufst du jetzt auch Orangen? Das sind nicht meine. Standen heute Morgen schon da. Dann darf ich mir eine nehmen? Ausnahmsweise. Oh, das ist aber nett. Gut, dass der Obsthändler nicht da ist. Okay, können wir die aufschneiden? Damit sind es 2 halbe Orangen. Wow. Eine zerschnittene Orange. Okay, ich habe noch keine Ahnung, was wir damit anfangen können. Deshalb lasse ich es erstmal. Ah, da ist Tabits Laden und hier geht's zum Hafen. Ich glaube, dann gehen wir auch mal direkt hier rein, sofern er da ist. Oh. Oh, der hat ganz schön viel Krempel hier rumstehen. Mein lieber Onkel Tabit, ein Händler mit Leib und Seele. Viel unterwegs und immer auf der Suche nach guter Ware und noch besseren Preisen. Hey, Onkel Tabit. Theodor, wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Wann bist du in Barcelona angekommen? Heute Morgen. Ich fühle mich ein bisschen erschöpft von der Reise. Aber die Geschäfte liefen gut. Und bei euch? Das Fluggerät ist wieder nicht richtig geflogen. Der Graf hat uns eine letzte Frist gesetzt. Pass bloß auf, mein Junge. Der Graf ist ein gefährlicher Mann. Er hat Verbindungen zur Kirche.
Du solltest dich vorsehen. Okay, Ramon. Mein Bruder ist wie besessen von seinen ägyptischen Artefakten. Das war er schon immer. Er wird bestimmt mal ein Gelehrter für Geschichte. Das prophezeist du seit Jahren. Aber es führt zu nichts. Er vergräbt sich nur tiefer in seinen Gedanken und hilft mir überhaupt nicht mehr. Bitte bring ihm nicht immer wieder etwas Neues mit. Aber wenn er sich doch so gerne damit beschäftigt? Ja, warum denn eigentlich nicht? Ich meine, wenn es ihm Spaß macht, gut, dann kommen die beiden mit ihren Erfindungen vielleicht nicht so voran, aber der Feodor ist ja doch ein ganz helles Köpfchen, der schafft das auch wohl alleine. Ich brauche 2 Ballen von dem dünnsten Leder, das du hast. Ich habe noch ein paar Ballen Kamelleder, aber die kann ich dir leider nicht einfach so überlassen. Was? Die Warum? Sind sehr teuer. Und du weißt ja, dass der Laden seit der Entdeckung der neuen Welt nicht mehr so gut läuft. Warum eigentlich nicht? Die meisten Schiffe liegen nur noch an der Atlantikküste an. Nicht mehr hier am Mittelmeer. Wie gemein ist denn das? Der bringt dem Ramon irgendwelche tollen Artefakte mit und ich krieg nicht mal Leder umsonst. Ramon meinte, du hast ihm bestimmt wieder etwas mitgebracht. Ja, richtig. Was? Hier, ein wertvolles Kristallstück. Lass es bloß nicht fallen. Boah. Was soll das darstellen? Sieht aus, als fehlte die Hälfte. Ja, da gehören bestimmt noch andere Teile dazu. Ramon wird sich sicher trotzdem darüber freuen. Bis später. Ja, bis dann, mein Junge. Ja, bis dann, Onkel. Das ist das Artefakt, das Tabit Ramon mitgebracht hat. Ein Glasklumpen, was auch immer Ding. Man kann auch noch nicht wirklich erkennen, was es ist. Also da könnte ja ein Gesicht von einem Pharao irgendwie eingemeißelt sein oder so. Für die maurische Architektur hatte Onkel Tabit schon immer eine Schwäche. Ägyptische Urnen. Ob die wohl gefüllt sind? Na, wahrscheinlich eher nicht. Schmuckschatullen aus Schlangenhaut. Sehr beliebt in Afrika. Finden wir denn hier irgendwas, womit wir den Korbhändler bezahlen können? Wertvolle persische Teppiche. Ja, zum Beispiel einen persischen Teppich. Ich nehme mir später Zeit für eine Tasse Tee mit Onkel Tabit. Jetzt habe ich einiges zu erledigen. Na gut, aber ich möchte mich hier ja umschauen. Diese orientalischen Gewürze riechen gut. Ich wünschte, ich könnte kochen. Dann wüsste ich damit etwas anzufangen. Ein paar verstaubte Steinfiguren. Will wohl keiner haben. Die sehen aber auch recht wertlos aus. Okay, ist da noch was mit? Ein paar verstaubte Steinfiguren. Die kann man immer noch angucken, die Gewürze und den Rest hier nicht. Landkarten von Terra Nova und Terra Incognita. Frei nach den Reiseberichten von Amerigo Vespucci. Onkel Tabit, du hast diesen Sarkophag ja immer noch. Da wollte ich deinem Bruder eine Freude machen. Schleppe das Ding quer über das Meer und dann will er es nicht haben. Stammte nicht aus der richtigen Gegend. Ja, ich erinnere mich. Ihn interessieren nur Artefakte aus der großen Wüste in der Nähe von Ägypten. Manchmal ist dein Bruder seltsam. Oh ja, da hat er also noch Ansprüche. Diese Steinfiguren stehen auch schon ewig im Regal, oder? Ja, hässlich. Keiner will sie haben. Und sie sehen mich an, als ob sie mich auslachen würden. Die Leute wollen nichts aus Granit. Sie wollen Gold. Wenn du Verwendung für sie findest, nimm sie mit. Bis später. Ja, bis dann, mein Junge. Ja, wir finden bestimmt noch Verwendung dafür. Und für den Sarkophag eventuell auch noch. Vielleicht können wir da mal irgendjemanden, weiß nicht, drin einsperren. Diese Bücher sind wahre Schätze. Aufwendig illustriert und verziert. Allerdings unlesbar für mich. Ich kann kein Hebräisch. Okay. Osmanische Suppenschüsseln und Teller. Ein Hemd aus kostbarer byzantinischer Seide. Wie das duftet. Arabischer Kaffee. Kaffee. Was war hier? Ägyptische Götterstatue. Anubis mit dem Kopf eines Schakals ist der altägyptische Gott der Totenriten. Manchmal merke ich mir, was Ramon erzählt. Ja, manchmal merke ich mir auch, was mir bestimmte Leute über ägyptische Kultur erzählen. Da oben lagert Onkel Tabit verschiedene Stoffe und Tuche. Er hat mich schon vor Jahren darum gebeten, etwas zu erfinden, was die Motten davon fernhält. Sobald ich das Fluggerät fertig habe, kümmere ich mich darum.
Genau, dann wirst du der Erfinder der Mottenkugeln. So, haben wir hier soweit alles? Landkarten immer noch? Ist damit irgendwas? Eine wandtafelgroße, aus 12 Einzelblättern bestehende Weltkarte hat Onkel Tabit letztens einen ordentlichen Batzen Gold bekommen. Das hat ihm seine letzte Reise finanziert. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zum Marktplatz. Haben wir jetzt irgendwas? Ja, diese Steinfiguren. Dekokämpfer in Granitgrau. Alles andere als dekorativ. Aber die möchte er wahrscheinlich nicht haben, oder? Hallo. Gott zum Gruße. Ja gut, ich glaube... Wiedersehen. Gottes Segen. Das hier führt zu nichts. Fast mit ranziger Butter. Soldaten, dünner Schlauch. Also ich finde das von der Grafik echt total hübsch, muss ich sagen. Gefällt mir und auch die Musik. Doch, schon schön. Die Werft ist schon lange verlassen. Durch die Entdeckung der neuen Welt ist hier kaum noch Bedarf dafür. An der Atlantikküste werden gerade tausende Arbeiter gesucht, um die spanische Flotte auszubauen. Die meisten Schiffsbauer sind aus Barcelona längst weggezogen. Da hat wohl jemand versucht, sein Boot zu flicken. Hier liegen eine Planke, Nägel und Hammer. Oh, super. Nimm doch einfach mal mit. Da hat wohl jemand versucht, sein... Das ist Pete. Was? Man darf nicht doppelklicken. Das muss ich mir merken. Hallo. Hola. Hola. Weidenstock. Beißen Sie gut? Ja, könnte besser laufen. Vor allem sind sie zu klein. Weiter draußen, ja, da schwimmen die Dicken. Aber hier... Deine Angel. Aus welchem Material ist die? Aus Weidenholz, wie es sich für eine gute Angel gehört. Genau, was ich brauche. Ah, kann ich dir unmöglich ausleihen. Brauche ich selbst. Wenn mein Boot nicht kaputt wäre, vielleicht, aber so... Du bist doch Erfinder. Erfinde doch mal eine Fischfangmaschine. Würde ich sofort kaufen. Später vielleicht. Du sagst, dein Boot ist kaputt? Ja, hat beim letzten Sturm ganz schön was abbekommen. Vielleicht kann ich es reparieren. Ich schaue es mir mal an. Dieses Inquisitionsschiff, warum das hier wohl angelegt hat? Das kann nur Schlechtes bedeuten. Überall, wo diese Soldaten auftauchen, verbreiten sie Angst und Schrecken. Ja, man kann nur hoffen, dass man von ihnen verschont bleibt. Ah, keine Sorge. Die suchen nur Leute, die auf ihrer Liste stehen. Wenn sie hinter dir her wären, dann hätten sie dich schon längst besucht. Adios. Adios. Ja, aber wenn die rauskriegen, was der Feodor so in seiner Freizeit macht, dann steht er bald auf der Liste. Ist das die Planke für das Boot? Ja, aber ich habe die richtige Mischung zur Abdichtung nicht gefunden. Ja, sehr schön. Och, Hundi, jetzt hör doch mal bitte auf zu bellen hier. So langsam ist doch mal gut. Das ist das Boot von Fischer Pedro. Das ist die lecke Stelle. Hier kommen unter der abgebröckelten Teerschicht ganz feine Fasern zum Vorschein. Ah, wir brauchen... Diese Schale mit Teer, die bei Ramon steht, glaube ich. Weil so wird das, denke ich mal, noch nicht ausreichen, oder? Die Planken sind ersetzt. Aber dicht ist das Boot damit noch lange nicht. Okay, gut. Aber bevor wir da hingehen... Boah, Hund, jetzt sei doch mal ruhig. Ein Fass mit zerflossener Butter. Vermutlich wurde damit etwas Zerbrechliches transportiert. Und nun ist die Butter in der Sonne geschmolzen. Ich mache mir die Finger damit nicht fertig. Haben wir denn irgendwas anderes, was wir einfetten können? Einen dünnen Lederschlauch? Nein. Orange, Wasserdrückmaschine? Nee, ich glaube nicht. Warum ist der Hund hier? Hat das irgendeinen Grund? Diese Handelsgüter gehören zu den Schiffen im hinteren Hafenbereich. Soviel ich weiß, besteht gerade Auslaufsperre wegen der Korsarenplage. Das Schiff der spanischen Inquisition. Eine Galeone. Dunkler und größer als die Handelsschiffe, die hier sonst anlegen. Bis jetzt ist mir nicht klar, warum sie hier seit Tagen ankert. Das Deck ist leer. Ich hätte zumindest ein paar faulenzende Soldaten erwartet. Ja, aber die sind anscheinend auch alle ausgeflogen oder stehen hier rum und diskutieren wild. Soldaten der Inquisition. Sonst hat man hier immer nur Soldaten der spanischen Armee gesehen. Vor allem seit die Korsaren das Meer unsicher machen.
Okay, da ich gerade nicht weiß, was wir hier noch tun können, außer die Luken anzuschauen. Ich würde zu gerne mal mit so einer Kanone schießen. Rein aus wissenschaftlichem Interesse. Aber die spanische Armee würde das vermutlich falsch verstehen. Vermutlich. Okay, dann... Moment. Da war mal Teer drin. Jetzt ist es leer. Okay, gut. Jetzt können wir aber bestimmt die Teerschale hier vorne nehmen. Ich denke mal, die braucht Ramon ja nicht. Ich meine, der sitzt da und guckt sich seine tollen Artefakte an. Das ist eine Schüssel mit Holzteer. Können wir die nicht mitnehmen? Dünner Lederschlauch. Na gut, vielleicht sollte ich ihn mal fragen. Nicht einfach seine Sachen hier mitnehmen. Ramon, darf ich dich kurz unterbrechen? Was gibt es denn, Feodor? Hier, das ist das Artefakt, das Tabit dir mitgebracht hat. Oh, fantastisch. Zeig mal her. Danke. Was ist das eigentlich? Ein Kristallstück. Es gehört zu etwas, das aus mehreren Teilen zusammengesetzt wird. Na dann viel Spaß beim Untersuchen. Ich bräuchte jetzt den Teer. Ja, ja, nimm. Danke. Brauchst du ihn nicht mehr für die Maske? Die mache ich später fertig. Jetzt muss ich mich um das Kristallstück hier kümmern. Natürlich. Das Kristallstück. Das hat jetzt oberste Priorität. Da liegt ein Schiff der Inquisition im Hafen. Was die hier wohl suchen? Hoffentlich nicht unsere Werkstatt. Du machst dir so viele Sorgen den ganzen Tag und immer kreisen sie um die Werkstatt. Vielleicht ist es an der Zeit, sie loszulassen, die Koffer zu packen und fortzugehen. Ich gehe dann. Mhm. So, wir nehmen die Schale mit. Jetzt bin ich gespannt, ob er den Teer da einfach so draufklatschen kann oder ob wir dafür eventuell noch was anderes benötigen. Ich glaube, der Teer kommt zuletzt drauf. Ach so, was fehlt denn noch? Die Planke sitzt fest, aber dicht ist das Boot noch nicht. Wir kommen unter der abgebröckelten... Das ist nicht dicht. Mit dem Schlauch? Den irgendwie zerschneiden? Ich schneide ein paar Löcher in das eine Ende des Schlauchs. Das muss man auch irgendwie in fast jedem Adventure machen. Wobei ich jetzt gerade dachte, er macht was anderes. Schlauch mit Löchern. Schlauch mit Löchern. Ich habe jetzt gedacht, er schneidet da irgendwie Stücke raus, um das hier zu verdichten. Orangen. Was machen wir denn damit? Können wir die irgendwie in die Wasserdrückmaschine packen? Nein. Steinfiguren. Er braucht was, um das hier zu verdichten. Ich schau mal gerade, was haben wir denn hier? Ah, es kann natürlich auch sein, dass wir zuerst mit dem Korbhändler noch irgendwas machen müssen. Oder habe ich hier was übersehen? Hey, der Hund ist weg. Dafür sitzen die beiden hier. Sehe ich jetzt erst. Fass mit ranziger Butter. Moment. Nee. Das bringt's auch nicht. Zange ist auch Quatsch. Das eigentlich auch. Netz auch. Der Schlauch hat Löcher an einem Ende. Aha, Fass? Ach, können... Das werden die Fasern sein, die zusammen mit dem Teer das Boot abdichten. Ich tippe auf Flachsfasern. Ach so. Okay, ich dachte jetzt, wir müssen den Schlauch eventuell irgendwie da reinhängen. Dann kommen erstmal die Fasern drüber. Ich habe die Fasern fest in die Ritzen gedrückt. Es sind sogar noch welche übrig. Wow, das ist ja super. Jetzt kommt aber der Teer, oder? Mit dem Teer und den Flachsfasern lassen sich die Planken perfekt abdichten. Okay, das heißt, das Boot ist repariert? Das Boot geht so schnell nicht mehr unter. Supi! Warum können wir nicht mehr mit dem reden? Da war gerade gar nicht die Sprechblase. Hallo. Ah, es geht trotzdem. Hola. Das Boot ist geflickt und einsatzfähig. Ah, danke, Feodor. Wenn du Sylvia siehst, dann sag ihr doch, dass es bald wieder richtige Fische gibt. Ja, kann ich machen. Brauchst du denn deine Angel jetzt noch? Nein, wenn ich mit dem Boot rausfahre, fische ich mit Netz. Willst du sie haben? Das Weidenholz wäre mir sehr nützlich. Hier, dann nimm sie.
Danke. Adios. Adios. Super, dann haben wir schon mal ein Teil. Wo fängt es denn an? Hier. Petrus Angeln sind aus Weidenholz. Eine habe ich bereits. Vielleicht kann ich seine Frau Silvia nach mehr fragen. Ich soll ihr bei Gelegenheit auch ausrichten, dass es bald wieder Fisch gibt. Gut, dass sie direkt neben der Werkstatt wohnt und nicht am Ende der Stadt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu Silvia.